Irgendwo hier liegt sie, die Quelle der Schwentine. Niemand weiß, wo genau. Aus einem Rinnsal im Osten Schleswig-Holsteins wird einer der längsten Flüsse des Bundeslandes. 68 Kilometer schlängelt sich die Schwentine bis zur Kieler Förde. An ihr zeigen sich die großen und kleinen Kreisläufe der Natur. Er sucht sein Gleichgewicht. Das sind jetzt schon gute 4 Jahre, glaube ich, dass ich nicht mehr gepaddelt bin. Daher genau, muss man sich auch ein bisschen konzentrieren beim Steuern. Aber es ist wirklich schön, absolut herrlich. Und es ist auf jeden Fall schön, sich jetzt mal anzugucken, das Ganze von der Seeseite, sodass man eigentlich eine viel, viel bessere Vorstellung davon bekommt, was einen denn auch von der Landseite beim Fotografieren eigentlich erwartet. Lukas Wernicke ist Motivjäger. Das kann manchmal ein ganz kleines Detail sein, das kann ein bestimmtes Schilf sein. Wenn es in den Bereich der Details geht, kann es auch einfach mal ein Insekt sein, eine Libelle, ein Schmetterling, der irgendwo drauf sitzt. Und manchmal halt auch die ganz große Panoramalandschaft, die dann einfach so mit allen Highlights aufartet. So wie die Quelle ist auch der Fluss selbst oft nicht sichtbar. Denn auf ihrer Strecke durchquert die Schwentine 17 Seen und etliche Ortschaften. Fotograf Lukas Wernicke hofft auf besondere Motive. Meistens ist er mit dem Auto unterwegs und die letzten Meter dann zu Fuß. Jetzt sucht er zum ersten Mal vom Wasser aus nach Motiven. Diese isolierte Waldinsel mit dem Seitenlicht, das fügt sich einfach ganz schön ein. Und wenn man das so ganz isoliert betrachtet, gefällt mir das so ganz gut. Und letztendlich das Licht ist jetzt genau perfekt dafür. Und auch so die kommende halbe Stunde müsste dafür sehr interessant sein. In den letzten Jahren war er mit der Kamera weltweit unterwegs. Meistens ist es wirklich so, dass es erstens eine sehr akribische Vorbereitung braucht. Man muss die Location wirklich kennen und daher läuft erstmal sehr viel überhaupt, bevor der Trip überhaupt losläuft, ab. Häufig kann man das letztendlich auch mit dem Auto anfahren, aber andere Sachen muss man sich auch erwandern. Die interessante Zeit ist meistens morgens und abends. Das Licht ist einfach schön, ist es deutlich weicher und die Konturen zeichnen sich eigentlich schöner ab. Gerade auch bei Bergen, letztendlich, wenn sie von der Seite angeschienen werden. Und auch diese leichte Rotfärbung, die man dann hat, auch letztendlich auch vor dem Sonnenuntergang, macht es, finde ich, für mich deutlich schöner als jetzt mittags das harte Licht, was dann doch sehr direkt ist und sehr harte Schatten wirft. Und deshalb gefällt es mir, an der jeweiligen Location zu campen. Und dann habe ich die Möglichkeit, abends zu fotografieren und dann halt auch noch morgens. Was in den letzten Jahren einfach für mich sehr interessant geworden ist, ist, sich auch einfach die nähere Umgebung anzugucken. Man muss meistens gar nicht so weit in die Ferne schweifen, um wirklich was Schönes zu finden, weil letztendlich kennt man wirklich die 50 Kilometer um den eigenen Wohnort, kennt man die wirklich so genau. Mir ist aufgefallen, dass ich sie eigentlich gar nicht so genau kenne. Und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mir da gewisse Gebiete anzugucken, die einfach auch sehr nahe liegen. Und habe da auch sehr große Überraschungen erlebt und sehr schöne Momente gehabt.
Lukas kommt aus Kiel, hat es also nicht weit und muss sich für die Schwentine nicht am Computer vorbereiten, sondern kann das direkt vor Ort, in der Natur tun. Diese Nacht schläft er noch in seinem Dachzelt. Morgen lässt er das Auto in Plön zurück und zieht mit Kajak und Zelt weiter. Norddeutschland ist durchkultiviert. Ein Fluss und seine Ufer sind deshalb wichtige Rückzugsräume für die Natur. Ab dem Plöner See hat die Schwentine mehr Fluss als Seecharakter. Sie strömt in den Lanker See und schlängelt sich weiter in Richtung Förde. Ihre Wasserqualität hat sich in den letzten 30 Jahren wieder verbessert. Wenige Meter neben der Schwentine sind die Bäume auf 7 Hektar geordneter, wachsen kleiner und in Reihen. Hier liegt die Obstquelle Schuster. Knapp 90 Apfelsorten züchten sie. Gerade jetzt müssen die Früchte ihre Stärke in Zucker verwandeln, damit sie süß werden. Okay. Die Äste, die in den Baum reinwachsen, können auch raus. Die stören sowieso, die würden wir im Winter auch wegnehmen. Und die waagerechten jungen Triebe, die schonen wir eher für die Früchte fürs nächste Jahr. Im Sommerschnitt entfernen Doris Schuster und ihre Mitarbeiter die schattenwerfenden Blätter. Die Sonne lässt die Äpfel reifen. Na, was hast du da? Ich dachte zuerst Gammel, aber irgendwie nicht. Ja, die musst du jetzt nicht extra rauspflücken, aber das ist so da wie. Also ich kann ja einmal. Man sieht diese leichte Verdunkelung hier. Könnte auch während der Ernte, wenn man jetzt viel Niederschlag hat, könnte man das auch als Regenflecken erkennen. Wenn man jetzt hier unterguckt, sieht man, dass hier so ein Übergang ist. Also so sieht das Fruchtfleisch normal aus. Und hier sieht man, dass es glasig ist. Und das ist zu viel, also es ist ein zu hoher Zuckergehalt in dem Punkt. Das ist eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt noch ein bisschen erstaunlich. Also man schmeckt schon ein bisschen süßer, aber es ist noch, dieser Stärkeabbau ist noch nicht vollzogen. Also man schmeckt noch, dass der noch nicht reif ist auf jeden Fall. Die musst du aber nicht extra rauspflücken, nee, das machen wir dann während der Ernte. Dankeschön. Jo. Also zu dem frühen Zeitpunkt ist es eigentlich erstaunlich, habe ich so noch nicht gesehen, aber das ist durch die lange warme Phase. Also dadurch, dass wir sehr hohe Temperaturen hatten, bekommen manche Äpfel Sonnenbrand. Und das, denke ich mal, wird auch durch die Sonneneinstrahlung sein, dass da halt diese Glasigkeit entstanden ist. Da ist gerade was runtergekommen. Dass da halt die Zellen im Prinzip kaputt sind. Im Wald neben der Plantage kommt öfter mal Totholz runter. Die Trockenheit nimmt in den letzten Jahren zu und verursacht Hitzestress bei den Bäumen. Wenn unbedingt nötig, darf die Obstbäuerin deshalb Wasser aus der Schwentine nehmen, damit ihre Bäume nicht verdursten. Ja, Vanille und Kekse. Hallo. Hallo, schöner Mann. Zur Mittagspause bringt Doris Mann Arne die kleinen Zwillinge vorbei. Karl und Paula, erst 11 Wochen alt. Bruder Luke ist 5 und gerade im Kindergarten. 2 Auszubildende haben sie auf dem Betrieb. Einer davon ist Christian Luca. Ich bin mittlerweile 33, habe vorher nichts gemacht in meinem Leben. Ich war arbeitsunfähig und habe mir einfach mal irgendwann gedacht, ich fange mal an mit Arbeiten und bin mehr oder weniger über die 1-Euro-Jobs des Jobcenters dann auf ein Praktikum hier gestoßen. Und da ich definitiv im Gärtnerbereich was machen wollte und Obstbau ja dann nochmal eine Nummer gesünder ist als alles andere, bin ich irgendwie hier gelandet. Ich will nicht sagen, wir hätten hier keinen Stress, klar, den gibt es überall, in jedem Betrieb, in jedem Job. Vor allem zur Saison, wenn es losgeht mit der Ernte und dem Osten. Aber das ist ein gewisser Ausgleich, wenn man rauskommt in die Natur, man hat hier seine Ruhe, es ist nicht laut, man hört hier nicht wirklich irgendwie Autos oder sonst irgendwas, keine Maschinengeräusche, die mich irgendwie großartig ablenken. Das ist schon ein schöner Ausgleich, hier draußen zu arbeiten. Im Gegensatz zu früher, ich bin glücklich.
Für Doris ist es das erste Mal, dass sie nach der Geburt wieder auf der Plantage schneidet und Schäden durch den sogenannten Apfelwickler begutachtet. Also hier sehe ich auch noch mal ein. Ich kann den hier auch noch mal einmal. So, also es fault natürlich auch. So, und hier war der auch drin. Also hier ist er reingegangen ins Kerngehäuse. Und also hier sieht man noch so ein bisschen Kot. Der ist aber nicht mehr da. Der ist schon wieder ausgewandert. Ausgewandert, um noch eine zweite Generation Würmer in diesem Jahr zu produzieren. Das ist mehr geworden dadurch, dass wir in den letzten 3 Jahren, also die Durchschnittstemperaturen einfach gestiegen sind. Wir haben längere warme Phasen und ja, dadurch baut sich die Population auf und ist halt auch einfach länger da. Apfelwickler, Apfelwickler. Wir merken, dass dieses Jahr, dass es zugenommen hat und dass man womöglich dann auch um entsprechenden Pflanzenschutz mittelfristig nicht mehr drumherum kommt. Ja, also dass die wirtschaftliche Schadschwelle dann auch erreicht ist. Sonnenbrand, Trockenheit, Schädlinge. Bevor die Sorte Elise reif ist für die Ernte, müssen die Äpfel noch ein paar Hürden nach dem Sommerschnitt nehmen. Wir werden dann die Schwentine hochfahren bis zum Lankersee bei Preetz und von da aus dann noch die Schwentine weiter Richtung Förde bis kurz vor Reisdorf dann. Das ist auch eine Etappe, die ich noch gar nicht vom Wasser kenne und daher bin ich sehr gespannt, wie das wird. Lukas ist gelernter Ingenieur. Er hat die Schwentine kennengelernt, als er vor einigen Jahren für seine Bachelorarbeit einen Schwimmroboter gebaut hat, den sie in der Schwentine getestet haben. Jetzt will er den Fluss auch mit der Kamera kennenlernen. Alles zusammenzubekommen von der Idee, den Bedingungen, dass man gar nicht dahin kommt, wo man eigentlich hin möchte, diese ganzen Komponenten so zusammenzubekommen, dass man dann wirklich das fertige Bild daraus bekommt, das ist eigentlich wirklich die größte Herausforderung daran. Also es macht einfach deutlich mehr Spaß, wirklich an der Location zu sein, wo man auch fotografieren möchte, diese Landschaft so zu erleben. Und die Bedingungen sind dann so schnell wechselnd, dass wenn ich in einem Hotel wäre, wo ich auch nur eine Viertelstunde brauchen würde, bis ich da wäre, kann eine Situation schon wieder vorbei sein. Und dieser, ich nenne es mal Luxus, den man dann hat, die Location direkt vor Ort zu haben, das ja, ist für mich dann eigentlich das, was es dann wirklich ausmacht. Schwentine. Der Name leitet sich ab vom slawischen Wort Sventana, die Heilige. Der Fluss bildete im Mittelalter die Grenze zwischen dem slawischen Gebiet östlich des Flusses und dem sächsischen Gebiet westlich des Flusses. Die natürliche Grenze war ein Teil des Sachsenwalds, den Karl der Große 809 mit den Slawen aushandelte. Die geopolitischen Grenzen haben sich verändert, die Schwentine ist geblieben, hat intensive Industrie- und Agrarwirtschaftszeiten mitgemacht. Zwar sind die negativen Einträge geringer, aber Pestizide und Dünger gelangen noch immer von den Feldern in den Fluss. Da, wo die Schwentine über Stock und Steine strömt, nimmt das Wasser Sauerstoff auf. Da, wo sie durch Seen fließt, ist das Wasser ruhiger,
sauerstoffärmer, fängt an, bei den hohen Temperaturen und zu vielen Nährstoffen zu blühen. Am Ende dieses Rapsfeldes fließt die Passau, ein Zulauf der Schwentine. Habt ihr eine Kohlfliege gefunden? Ich glaube nicht nur eine. Ja, das sind, glaube ich, ein paar. Das sind viele da. Meine. Ist das nicht ein Kohlerdfloh? Ein Kohlerdfloh war auch dabei. Ah, nee, das ist eine Fliege. Ja, die sind also auch schon da. Ja. Auf diesem Acker haben Professor Ralf Udo Ehlers und sein Forscherteam ihr Versuchsfeld. Ja, die hat ein rotes Auge. Ja. Ja. Mal bitte. Ja. Ja. Und ich glaube, das sind das nicht die gleichen hier? Ja. Dann sind das alles Kohlfliegen? Ja, das kann gut sein. Okay. Ich würde sagen, einfach in das Glas rein und dann können wir im Labor noch mal ausziehen. Ja. Das ist eine Gelbschale und die Schädlinge, die Rapsschädlinge, die fliegen dann auf diese gelbe Farbe. Das kennt man ja als Tourist mit gelben Friesennerz. Ne? Dann fliegen plötzlich die ganzen Rapsglanzkäfer einem auf die Jacke und so geht das eben auch. Und wir tun da Wasser rein und einen Tropfen Priel und wenn die Insekten dann da reinfliegen, fallen die da rein ins Wasser. Und so können wir dann überprüfen, wann die Schädlinge kommen, wann die ins Feld fliegen und dementsprechend timet der Bauer dann die Spritzung mit Insektiziden. Beziehungsweise wir natürlich die Applikation von unseren nützlichen Nematoden, also biologisches Verfahren. Für diese paar Quadratmeter nahe der Schwentine interessieren sich Landwirte aus aller Welt. Der nächste Schädling, der einfliegt, ist der Rapserdfloh. Und man kann oft jetzt schon so ganz kleine Fraßstellen an diesen ganz jungen Keimpflanzen erkennen. Ach Mensch, merkt man an der Pflanze. Da ist er jetzt. Zack, ja. Da flog er wieder. Pflanze. Das ist vielleicht ein gutes Bild, wenn man das sieht. Zack, oh, da ist er wieder weg. Ach Mensch, merkt man an der Pflanze. Zack. Bis zu einem halben Meter kann der Rapserdfloh durch seine kräftigen Hinterbeine springen. Jo. Die biologische Bekämpfung gibt es eigentlich schon, bevor man mit Insektiziden gearbeitet hat. Aber als die Insektizide dann auf den Markt kamen, die waren so kostengünstig und so praktisch in der Anwendung, dass die biologischen Maßnahmen eigentlich wenig Chancen hatten. Allerdings muss man auch bedenken, dass wenn man Insektizide spritzt und die eine große Breite haben an Wirkung, dass man natürlich auch nützliche Insekten damit wegschießt sozusagen. Und das ist auch so im Raps unser Konzept. Wir wollen nämlich sehen, wenn wir jetzt auf Insektizide verzichten, kommen die nicht wieder. Wir wissen, dass einige Nutzinsekten zum Beispiel bis zu 80% des Rapserdflohs parasitieren. Also die können schon eine super Wirkung entwickeln. Das ganze Thema ist letztendlich nicht so im Fokus gewesen, weil die Insektizide so günstig waren. Die gelben Rapsfelder im Norden sind seltener geworden, seitdem die EU den Einsatz von starken Chemikalien verboten hat. Professor Ehlers will herausfinden, ob die Nematoden, die er züchtet, auch eine Geheimwaffe gegen Rapsschädlinge sind. Die grauen Felder sind jetzt die Kontrollen, die dunkelgrünen die temperaturaktiven. Und hier haben wir die einzelnen Nematoden. Und die sind jetzt auf dieser Fläche von 36 mal 30 zufallsverteilt, habe ich gewürfelt. Ne? Und jetzt haben wir ja pro Variante jeweils 5 Parzellen. Auf so einer kleinen Fläche ist das ein bisschen schwer. Also Sie sehen ja, ich habe schon graue Haare. Ne? Ich bin schon 35 Jahre in dem Thema unterwegs. Und das hat alles klein angefangen mit meiner Diplomarbeit. Und die Firma ist so nach und nach mit unseren Möglichkeiten gewachsen. Zum Beispiel gehen wir gegen Apfelwickler vor. Und jetzt, wir sind ja in Schleswig-Holstein, also warum nicht an den Raps? Weil der hat eigentlich die meisten Schädlinge. In 2 Wochen schlüpfen die Larven der Schädlinge. So, jetzt haben wir es. Dann ist der richtige Zeitpunkt, um die ersten Nematoden auszubringen. Die Schwentine ist auch ein Kindergarten. Jeden Morgen geht's runter zum Fluss. So, dann gucken wir alle links. 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 Und? Ja. Ja.
Die 3- bis 5-Jährigen lernen gerade diese ganz eigene Welt kennen. So, liebe Dachse, da gehen die Finger schon hoch. Ne? Ich hätte gern von euch ein paar Regeln. Jenny, hält ihr was Wir an? Schreien nicht. Wir schreien nicht im Wald, genau. Dann kriegen die Tiere Angst. Jule? Wir reißen keine Blätter ab. Wir reißen nichts von den Bäumen, Blättern ab. Haben wir noch jemanden da? Merle. Wir gehen bis zu den Treffpunkten. Genau, bis zu den Treffpunkten. Und wer kann uns jetzt sagen, wo ist der Treffpunkt? Ist das noch jemand, der nicht dran war? Ja. Luke, du weißt, wo der erste Treffpunkt ist. Wo ist der erste Treffpunkt? Bei dem Schild. Bei dem Schild. Dann dürft ihr jetzt bis zum ersten Schild. Luke, auf der linken Seite, ist der älteste Sohn von Obstbäuerin Doris Schuster und jetzt im zweiten Jahr hier. Die Flusskinder sind warm angezogen. Unter den Bäumen ist es durchschnittlich 3 Grad kälter als im normalen Schatten. Die Bäume kühlen die Erde und halten sie feucht. Auch gut für Insekten. Wir fangen die Mücken, die Kleinen. Die wollen nicht herkommen. Da ist eine. Wetterluben. Da, das ist eine Lupe und dann zwei Totenkranz. Von dieser Seite kann man rot und von dieser Seite rein. Die wollen gar nicht reinkommen. Ja, Vorsicht. Nee, du musst ganz lange stillhalten, bis sie erstmal ein bisschen zu dir rankommen. Wenn du rumzappelst, kommen die nicht. Wenn sie erstmal hierher kommen, dann müssen sie natürlich erstmal das Grundlegende lernen. Wie gehen wir mit unserer Natur hier um? So, wir reißen hier nichts von den Büschen, von den Blättern, von den Bäumen ab. Wir sägen nicht an den Bäumen, die hier stehen und sägen uns da mal eben einen Ast ab, sondern wir arbeiten tatsächlich mit dem Totholz, was wir hier so finden. Es ist überall was, überall liegt was und das benutzen wir dann auch zum Arbeiten. Aber genauso auch, das dürfen wir überhaupt nicht anfassen, so Pilze und solche Sachen. Wir dürfen uns alles anschauen und das genau beobachten mit Lupen und Co., aber es gibt halt Sachen, da ist Stopp und das sind so die Sachen, die müssen sie dann erstmal lernen. Aber es geht wirklich also super schnell. Peter, möchtest du noch mal ausprobieren? Jetzt fühlen noch Darf ich auch mitmachen? Jetzt schütteln wir das mal ein bisschen. Leo, jetzt bist du dran. Ein Kreis. Du kommst da gar nicht ran? Nö. Dann halte ich das mal ein bisschen hier, aber du sollst es nicht sehen. Nein. Einfach greifen und fühlen. Oh, was ist das? Welche Form ist das? Das ist ein 1, 2, 3. Ein Dreieck. Und versuch. In der Schelfine. Das ist eine Biene. Weil da die so Streifen hat wie eine Hummel, aber nicht so ein, nicht so dick wie eine Hummel. Deswegen. Und die kleiner als die Wespe. Kleiner als die Wespe. Deswegen. Probier nochmal. Ja. Leo, toll, den legst du auch einmal dahin. Das habt ihr super gemacht. Malia, du bist dran. Ein Dreieck, aber nicht schummeln. Mila, wir wollen ihn freilassen, oder? Ja. Hier draußen ist es, glaube ich, doch am besten für sie. Willst du mal sonst ein Blatt mir geben? Willst du das mal machen? Ich kann ja mal einen kleinen Moment warten. Weißt du, die ist ganz doll nass. Ja, du schaffst das mal ran. Ich nenne sie Maran. Flick, flick, flick. Guck mal, Julie. Wir haben sogar eine Biene heute gefangen. Ja, eigentlich haben wir sie gerettet aus dem Wasser. Ja. So, jetzt. Es gibt manche Eltern, die entscheiden sich bewusst dafür, für die Waldgruppe, weil sie einfach sagen, mein Kind ist ein Kind, das ist immer draußen, das suhlt sich im Dreck und das kennt das, das genießt das. Es gibt auch welche, die müssen das erstmal kennenlernen, so sich die Hände dreckig machen so, und dann gucken sie, okay, das müssen sie dann auch erstmal lernen. Aber nachher genießen sie es auch einfach, sie spüren sich selber und ihre Umwelt nochmal ganz anders, wenn sie da wirklich so bei sind.
Die Nachfrage steigt. Deswegen hat der Kindergarten vor 3 Jahren eine zweite Waldgruppe gegründet. An einem künstlich angelegten Dorfteich wirkt das Federkleid von Enten einfach braun-weiß gescheckt. Hier, an der Schwentine, tarnt es sie auf perfekte Art und Weise. Lukas Wernicke kam über ein Tier zur Fotografie. Wir hatten früher einen Familienhund. Und ich wollte dann, als der ein bisschen in die Jahre kam, wollte ich eigentlich noch gerne ein schönes Bild von ihm haben, um die Erinnerung so auch wach zu halten. Ich habe es dadurch gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht und habe dann auch viele Sachen fotografiert, dann auch Städtefotografie und Ähnliches. Und es ist dann immer mehr in Richtung Landschaft und Natur gekommen, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das einfach auch sehr viel Freude bereitet. Einige Leute machen Yoga, ich gehe gerne in die Natur. Ich komme dann immer sehr erholt zurück. Das füllt richtig den Speicher wieder auf und bereitet mir einfach immer große Freude. Natur ist für ihn Ausgleich zum Büroalltag. Fast alle seine Urlaube sind Fotoreisen. Mal bei minus 19 Grad im Schlafsack auf den Lofoten, mal in Neuseeland oder den Alpen. Seine Bilder schmückten schon das Cover von Geo. Ich habe eine Agentur, über die ich meine Bilder vertreibe. Und was auch für mich natürlich ganz nett ist, dass einen die Trips leicht refinanziert und auch das Equipment, was nicht ganz günstig ist. Aber ich kann leider nicht behaupten, dass es das komplett wieder rausholt. Ansonsten gehen sie auch durchaus auf Social Media. Aber am meisten freue ich mich eigentlich, wenn man ein Bild wirklich großformatig gedruckt an der Wand sieht. Das ist wirklich, also das ist der Sinn, da geht jedem Fotografen einfach das Herz auf. Auf seiner Schwentine-Entdeckungstour ist er am Lanker See bei Preetz angekommen. Seine Nacht wird kurz, denn morgen will er früh raus, um Libellen vor die Linse zu bekommen. Die Plantage, die Azubis, die Babys. Doris Schuster hat einiges auf dem Zettel. 3 Wochen nach dem Sommerschnitt wird heute geerntet. 100 Bäume mit Speise und Mostäpfeln. Die nehme ich für Most hier. Also die Bodenentleerungskisten werden mit den guten Äpfeln in die Großkiste entleert. Vorsichtig, das kennt ihr. Und die kleine Kiste ist für die Mostäpfel und wird dann nachher am Hof in die Großkisten gefüllt. Oh Gott, jetzt quackt die nächste. Circa 150 Äpfel pro Baum. Aber erstmal Übergabe. Tschüssi. Karl und Paula rollen mit ihrem Papa zum Hof. Du stellst hier die gute hier vorne hin. Und die Mostkiste hier hin. So, und dann nimmst du die roten Äpfel unten. Musst du, wenn die jetzt hier so im Pulk hängen, vorsichtig lösen. Das wäre jetzt auch einer für die Mostkiste hier. Genau, hier haben wir Frucht. Aufgrund des Stiels, oder? Ja, hier, genau. Oder? Nee, wegen dem Stiel. Das ist Fruchtschalenwickler. Das fängt schon gut an, ne? Apfelwickler, Fruchtschalenwickler, Apfelwickler. Ja. Nee, ist so, mir die guten, ist viel davon. Genau. Die kommen hier. Finsa. Manche haben ja auch eine Schattenseite und sind dann noch ein bisschen grün auch, aber wenn die so von außen... Du nimmst nur die von außen im Prinzip. Ja, okay. So, und faulige kommen hier auf den Boden. Gut für Tiere, die daran knabbern können. Gut für den Boden, der Nährstoffe bekommt. Apfelernte ist Handarbeit. Die Bäume und Früchte wachsen nicht geordnet genug für Maschinen. In den Anfängen der Plantage kam die ganze Nachbarschaft zur Ernte. Heute kommen 4 Erntehelfer. Die Plantagengeschichte ist auch Familiengeschichte. Doris und ihr Mann arbeiten in dritter Generation.
Der Großvater von meinem Vater war, die waren sozusagen Angestellte von Adeligen, die hier an der Rastorfer Mühle in der Villa gewohnt haben, die dann aber verarmt waren und die Anstellung war da beendet und dann sind die in die Bogenscheune, haben die sich da Wohnräume eingebaut. Die alte Scheune mit Betrieb und Hofladen liegt direkt an der Schwentine. Seitdem Mitte des letzten Jahrhunderts ein Kanal gebaut wurde, hat die Bogenscheune eine Insellage. Der Kanal, gerade mit Entengrütze bedeckt, führt rechts zu einem Wasserkraftwerk. Die wilde Schwentine fließt links unter den Bäumen. 300 Meter flussabwärts liegt die Plantage. Mein Großvater Paul hat dann hier angefangen, intensiven Obstbau aufzubauen und hat das dann an meinen Vater übergeben. Wir hatten eine schöne Kindheit auf jeden Fall, mein Bruder und ich. Wir hatten hier viele Freiheiten, waren viel draußen. Es gab immer irgendwo kleine Baustellen auf dem Hof, wo dann Sandhaufen war, den man bearbeiten konnte. Und es sind dann natürlich auch viele spannende Sachen passiert. Also Kindheitserinnerung ist zum Beispiel die Froschschutzberegnung, die dann auch vielleicht auch im Sommer dann mal zur Bewässerung genutzt wurde, wo man dann durchgelaufen ist durch die Sprengleranlagen. Und das war sehr schön. Ja. So, und ich habe das dann von meinem Vater übernommen 2015. So, den haben wir hier besonders gerne. Der hilft uns im Frühjahr. Der isst nämlich die Läuse auf. Also wenn wir sehen, wir haben Läuse, dann gucken wir auch gleichzeitig, haben wir Marienkäfer. Und in der Regel haben wir hier bei uns viele Marienkäferlarven. Und also entsprechend auch Marienkäfer, die fressen beide Läuse. Die Plantage an der Rastorfer Mühle hat ihr eigenes kleines Ökosystem. Genau darauf setzt die Familie im Anbau. Die Plantage ist lebendig. Doris ist sich sicher, dass sie das auch widerstandsfähiger gegen veränderte Klimabedingungen macht. Die Ernte hat sich in den letzten Jahren etwas nach vorne verschoben, dadurch, dass wir insgesamt mildere klimatische Bedingungen haben. Und also dieses Jahr hat sich das zum letzten Jahr nicht nach vorne verschoben, aber die zwei Jahre davor war es eine bis anderthalb Wochen früher mit der Ernte. Die höheren Temperaturen bringen für die Plantage auch positive Veränderungen. Wir haben auf jeden Fall einige Sorten, die vor 15 bis 20 Jahren noch nicht so funktioniert haben in Norddeutschland. Also wir bauen zum Beispiel Gala an mittlerweile oder Braeburn. Die sind ja vor gefühlt 10 Jahren noch nicht so schön aromatisch gewesen. Also da haben wir doch teilweise eher nicht so schöne Früchte ernten können. Und mittlerweile sind die richtig schön aromatisch und werden richtig gut. Eher fruchtig, eher süß-säuerlich, eher lieblich fest. Oder knackig. Doris hat ihr Apfelwissen im alten Land erworben, bevor sie zurück auf den Familienbetrieb kam. Ja, das ist hier natürlich eine kleine Herausforderung. Wir haben hier Elise als Hauptsorte und dazwischen stehen da so vereinzelt Elster und Cox Orange. Also da muss man dann schon gut so gut auskennen, um das zu sehen. Die Blume ist wieder ein bisschen anders als beim Cox. Die ist wieder geschlossener. Der hat hier so eine, das geht auch etwas tiefer und er sieht auch von oben anders aus. Ne? Also wenn man genau hinguckt, kann man den Unterschied erkennen. Aber wenn es am Baum hängt, ist es natürlich eine kleine Herausforderung, das zu erkennen. Ja, hat mein Vater so gepflanzt. Da muss man sich mit arrangieren. Aber es ist möglich, auf jeden Fall das zu erkennen. 6 Erntewochen haben sie hier noch. Parallel beginnt Doris Mann Arne bald auf dem Hof zu mosten. Der war lange durchgehalten. Schwer im Moment. ich kann nur immer wieder möglichst viel abgeben. Also ich pflück im Moment auf jeden Fall nicht selber mit. Sommerschnitt war schon eine Ausnahme für mich. Und
Ja, ich kann nur den Auftrag geben, Sachen zu tun. Also das mehr bleibt mir da im Moment nicht über. Ja. Meine Mutter hilft auf jeden Fall auch viel mit und mein Vater natürlich auch besonders. Und das ist auf jeden Fall so, dass es nur so als Familienbetrieb funktioniert, ja. Die Ernte fällt trotz Apfelwickler gut aus. Denn der Apfelschorf, der durch Regen begünstigt wird, ist weniger geworden. Und den Wickler, den wollen sie zukünftig mit Nematoden bekämpfen. Wasserdampf in Schwentinental. Im Labor von Enema wird geforscht und gezüchtet. Welche ihrer drei Nematoden können gegen welche Schädlinge eingesetzt werden? Also man sieht hier das Gewebe des Insekts. Die Vergrößerung hier ist jetzt kleiner. Da könnte man, auch sieht man noch mehr. Man sieht jetzt hier das Gewebe des Insekts und da die Larven, die rauskommen. Hier sind einige größere Larven noch zu sehen. Also der gesamte Insektenkörper ist gefüllt mit diesen Nematoden, die ihm befallen haben. Nematoden sind kleine Fadenwürmer, einen halben Millimeter groß. Etwa 30.000 Arten sind bekannt. Sie sind wirtsspezifisch und können nur bestimmte Organismen befallen. Die Zeiten, in denen die Gründer selbst die Etiketten auf ihre Nematodenverpackungen geklebt haben, sind vorbei. Mittlerweile arbeiten 50 Leute für das Unternehmen. Das Team forscht auch in Kooperation mit Universitäten. Das ist jetzt eine Wachsmotte. Da reichen wirklich sehr wenige. Zwei, den umzubringen. Maikäferlarven oder andere Blatthornkäferlarven sind halt ein Vielfaches resistenter. Da ist man dann mehrere hundert, bräuchte man dann. Genau. Das ist ja das, was wir auch testen, feststellen wollen, wie wir die Dosis, die wir pro Insekt einsetzen wollen, möglichst niedrig hinbekommen. Die Nematoden werden in so einer Nährlösung gezüchtet. Vermehrt werden sie in Tanks. Mit einem solchen 40-Liter-Tank begann damals die Firmen- und Forschungsgeschichte. Heute fassen die Tanks 60.000 Liter und gehen über mehrere Etagen. Die Firma aus Schwentinental ist Weltmarktführer in der Produktion von Nematoden. Uhr 30. Die Natur erwacht langsam, aber die Menschen schlafen noch. Ob sich das frühe Aufstehen für Lukas lohnt, weiß er erst, wenn er ein Motiv gefunden hat. Ich hoffe eigentlich, dass wir hier vielleicht ein paar Libellen oder ähnliches finden können, weil sie am Morgen ein bisschen träger sind und sich dadurch dann auch natürlich deutlich leichter fotografieren lassen, wenn man mit der Kamera ein bisschen näher rankommen kann. Die Schwentine ist bekannt für ihre Pech-, Smaragd- und Prachtlibellen. Sie stehen in Schleswig-Holstein auf der roten Liste. Ihr Bestand hat sich in den letzten Jahren aber erholt. Die Tiere sind auch nicht ganz leicht zu erkennen, die Libellen. Aber ich kann hier auf jeden Fall gerade keine ausmachen. Muss man vielleicht mal von der Wasserseite gucken. Lukas Vater ist Jäger und hat ihn früh mit in die Natur genommen. Das Jagen, sagt Lukas, ist nicht bei ihm hängen geblieben. Aber die Leidenschaft fürs Fotografieren, die teilen sie. Nee, schade, da scheint nichts zu holen zu sein.
Ja, die Libellen haben jetzt leider nicht ganz mitgespielt, aber letztendlich so diese Wolken reizen mich jetzt doch sehr. Ist jetzt nicht ganz leicht, hier im Vordergrund ein passendes zu finden, dadurch, dass man hier diesen Schwimmbereich hat und ähnliches. Daher genau werde ich mich jetzt einmal ein bisschen davor setzen, sodass man auch die Spiegelung im Wasser hoffentlich mitnehmen kann. Muss man schön ruhig stehen, damit man sie sich nicht selber kaputt macht. Aber dem werde ich mal einen Versuch geben. Heute sind die Kinder zum ersten Mal auf die andere Seite der Schwentine gelaufen. Hier sind die Hänge steiler. Die Eiszeit hat das Gelände geformt, als die abtauenden Wassermassen sich ihren Weg Richtung Meer gebahnt haben. Kommst du mit Kröten sammeln? Am Wochenanfang entscheiden die Kinder, an welche ihrer Schwentine-Spielorte sie unter der Woche gehen. Ja. Der will immer versuchen aufzubüchsen. Oh, Nadine, ich hab zwei. Sieh mal. Zwei kleine schon. Ja, hier sind ganz schön viele. Ne? Wir lassen sie so fünf Minuten wieder frei. Ne? Ich kann sie auch jetzt freilassen. Ich kann sie auch jetzt freilassen. Dann können wir vielleicht uns auf den Weg machen und noch das suchen für das Floß, was wir noch brauchen, die Stöcker. Fällst du davon? Mhm. Da oben liegen noch welche. Okay. Hey, warte. Wir sind noch verabschieden. Tschüss, kleine Kröti. Ich hab meine immer noch. Jule, darf ich dann deine Becherlupe? Willst du auch meine Kröte? Ja. Hier. Hab sie. Während die einen ihre Kröten tauschen, sammeln die Großen schwere Stöcker. Und die ganz Kleinen nutzen die Lupenbecher für anderes. Babybrei. Es gibt welche, die fassen alles an, was sie kriegen können, wo sie schnell genug sind, was sie fangen können. Dann gibt es aber auch welche, die sehen eine Nacktschnecke, die fangen dann auch erstmal an zu weinen, weil sie sich davor ekeln oder das ekelig finden. Gewöhnen sich mit der Zeit aber eigentlich dann auch dran. Sie gucken dann, es ist dann nicht mehr so schlimm, aber berühren müssten sie es jetzt nicht, sag ich mal. Also der ist gut, dann sie brauchen auch wirklich ganz wenig Spielmaterial. Also wir haben zwar immer unseren Waldwagen dabei, aber das ist wirklich das Wichtigste, das Werkzeug. Du kannst es auch absägen sonst, dann ist es ganz gerade am Ende. Ja. Wollen wir das machen? Und ansonsten sind sie so kreativ in ihrem Spiel, was sie haben, in ihren Fantasiewelten. Und das ist wirklich total toll zu beobachten. Ich habe Stöcker gesammelt. So. Ja. Nicht, brauchst nicht drücken, nur hin und her, Jule. Ja, genau. Zack, geschafft. Zack. Super. Die 14 Kinder sind jeden Tag draußen. Nur bei starkem Regen und Wind bleiben sie in ihrer Hütte. Dann mache ich jetzt einen Knoten hier ran und du wickelst dann so viel auf, wie wir brauchen, um das Boot rauszulassen nachher, okay? Das ist viel. Ich glaube, das hier wird reichen. Das reicht? Ja, meinst du? Ich schwimme das aber immer so schief, wenn wir das hier an der Seite festmachen. Bist du dir sicher? Da hatte ich aber Angst bekommen. Hast du noch eine Idee, wo wir das machen? Wisst ihr, warum ich Angst bekommen habe? Einen ganz großen Frosch haben wir gesehen. Ja. Komm einfach. Der wackelt hier noch, siehst du? Nadine. Das ist nicht schlimm. Ja! Ja! Ich möchte ihn gerne auch noch mal sehen, ja, Nadine? Darf ich ihn mal sehen? Ja! Wenn ich immer mich so erschreckt, dann... Den lassen wir jetzt alle mal in Ruhe. Lass er
gut. Wer möchte den haben? Luke, lass ihn mal, ja? Nur schauen, okay? Manchmal sitzen wir hier und dann schauen wir, wer ist da. Man sieht von den Jahreszeiten her, wir hatten jetzt super lange die Kormorane immer hier an dieser Stelle, auch an diesem Platz. Das war total spannend. Waren sie wieder da oder nicht? Und wenn sie sich dann gesund haben, dann haben die Kinder gesagt, oh, guck mal, sie winken wieder. Oder wenn man doch mal den Eisvogel hier lang sieht. Also es gibt immer was zu entdecken, auch auf dem Wasser und an dem Wasser. Und Wasser ist ja eh Magnet. Also wenn es heißt, ihr dürft jetzt mal Stöcker reinwerfen, dann ist natürlich, dann werfen sie auch. Wir lassen das jetzt erstmal hier da hinten. Nicht cool, ein Wasserläufer. Das ist Moos? Nee, Daria, was ist das? Ist das hier Moos? Was ist das? Algen! Genau. Wo wächst Moos, Daria? Wächst da drin im Wald, ne, auf dem Boden, aber nicht im Wasser. Ja. Auf die Plätze, fertig. Los. 3, 4, 5, 6, 7, stopp. Ich glaube, der kommt nicht wieder mit dem Druck irgendwie. Deutschland ist der 6. größte Rapsproduzent. Noch nicht 4. Jetzt sollen die speziell gezüchteten Nematoden ausgebracht werden. Ja, wir liefern jetzt die Spritze aus. Also wir brauchen 500 Liter pro Hektar. Und dazu müssen wir natürlich genau berechnen, wie viel wir denn pro Parzelle brauchen. Und das sind dann auf 5 Parzellen 900 Milliliter. Das ist also recht wenig. Und dann müssen wir sehen, auch noch, wie viele Sekunden wir auf jeder Parzelle laufen müssen. Und zunächst mal versuchen wir herauszufinden, bei welchem Druck und bei welcher Düse wir diese Menge rausbringen können, in welcher Zeit. Für das Spritzen hat sich der Professor eine Versuchsmaschine ausgeliehen. Womit sonst Herbizide und Insektizide gespritzt werden, sollen jetzt Nematoden aufs Feld kommen. Oh, was habe ich denn jetzt gerechnet hier? Doch, ja, das stimmt. So, dann will ich mal, also ich hatte die jetzt schon hochgeschleppt, ja, ich wollte doch noch gehen üben. Das internationale Interesse steigt. Bauern suchen dringend nach Pflanzenschutzalternativen. Aber die Natur folgt keinen Terminvorgaben. Es regnet zu wenig, also gießen sie auf dem Versuchsfeld. Wenn wir keinen Kontakt mit den feuchten Horizonten haben, dann vertrocknen die Nematoden. Deswegen ist das Beste, immer auf Regen zu warten. Aber wir kriegen die nächsten 2 Wochen keinen Regen. Das ist eine Katastrophe. Immer wenn man Versuche machen will, dann klappt es nicht mit dem Wetter. 50, super. Ist auf die Robin, der Behälter? Okay. Wir fangen meistens so an, dass wir die Insektenlarven sammeln und mit ins Labor nehmen und erstmal prüfen, welcher von unseren 3 Nematoden dort am besten wirkt. Das sind dann natürlich Laborbedingungen. Und wenn wir das wissen, dann fangen wir dann entweder an, den Topf versuchen in Gewächshäusern oder dann gehen wir zum Teil auch schon in solche Feldversuche, sodass wir zum Teil nach 3 Jahren, 4 Jahren Entwicklung, dann können wir auch schon erste Aussagen machen für die Landwirte. Und dann müssen wir natürlich in den verschiedenen Ländern immer noch Demonstrationsversuche durchführen. Weil in jedem Land wollen die Landwirte immer, dass man in ihrem Land diese Versuche nochmal gemacht hat, damit sie sehen, dass es auch unter ihren Bedingungen dann auch funktioniert. Also man muss so rechnen, mindestens 5 Jahre dauert es, bis man so ein Produkt dann vermarkten kann. Guckst du auf die Sekundenzeiger? Bist du 7,2 Sekunden? Auf die Plätze, fertig, los. Warte nochmal. Wieso geht er das blöde Ding jetzt nicht hier? Und jetzt kommt er. Nochmal. Fertig? Jo. Los.
kam genau hin. Es ist noch ein weiter Weg, bis auch die Rapsnematoden zu einer Erfolgsgeschichte werden. Aber die ersten Ergebnisse stimmen den Professor positiv, dass es in ein paar Jahren wieder mehr gelbe Rapsfelder nahe der Schwentine gibt. Wir verkaufen zum Beispiel unsere Nematoden nach Chile. Viele Blaubeeren, die wir essen, die kommen aus Chile. Und ich würde sagen, dass fast alle Blaubeeren, die aus Chile kommen, unsere Nematoden gesehen haben. Und die haben damals alles versucht mit Chemie und sind da nicht erfolgreich gewesen. Und seitdem die unsere Nematoden einsetzen, ist das erfolgreich. Und sie können auf Chemie verzichten. Ein anderes Entwicklungsgebiet ist zum Beispiel der Apfelwickler. Wir haben jetzt gerade Besuch gehabt von Argentiniern, die dort auch nach Demeter-Vorschriften, also nach Bio-Anbau-Vorschriften arbeiten. Und das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch beginnen, dass sie das kommerziell einsetzen. Da haben wir schon 2 Jahre jetzt Versuche gemacht in Argentinien. Naja, und neulich hatten wir Anfragen aus Aserbaidschan und aus der Türkei. Und überall in der Welt fragt man nach Nematoden nach. Weil sie sind natürlich nicht giftig. Will man im Boden irgendwas erreichen, da muss man schon mit hochtoxischen Substanzen hin, die auch ein bisschen persistenter sind. Und das ist natürlich nicht mehr gewollt heutzutage. Und so werden die Nematoden immer häufiger nachgefragt. Heute steht die Obstplantage Schuster auf dem Programm. Die Kinder gucken sich das Mosten an. Na, wen hast du denn an der Hand? Wie heißt du? Jule, ach, meine Mama. Luke ist hier zu Hause. So sieht sie aus. So riesig. Hey. Können wir da auch mal rein? Ja, ich glaube, Arne erklärt uns das vielleicht erstmal, was das hier. Arne, der Papa von Luke, ist hier der Mostmeister. Machen wir Apfelsaft. Wenn ich euch das erklären soll, dann müssen wir vielleicht als allererstes die Maschine mal anschalten. Ja! Ja! Bam! Krach! Apfelsaft! Äpfel! Alles voller Äpfel. Machen wir erstmal Stopp. Das reicht. Mach die Maschine an! Geht los, als nächstes. Auch Privatkunden können ihre Äpfel hier mosten lassen. Möchte sonst noch jemand etwas? Ja, ich hab mir das selber. Ja, du darfst das ja. Hast ja hier einen Heimvorteil, ne? Jetzt wisst ihr schon mal, wie man Saft herstellt. Jetzt müsst ihr nur noch gucken, wo die Äpfel herkommen, ne? Das zeigt euch Doris jetzt. Den findest du gut, ne? Willst du ihn mitnehmen? Nein. Nee, kriegst du auch nicht. Italien, wie toll! Ja. Wisst ihr, wie man die pflückt? Man kippt sie nach oben. Dann bleibt der Stängel nämlich dran. Guck mal, nach oben geht so. Siehst du, dann geht es ganz leicht. Was meinst du, Jara, willst du den mal versuchen? Dann würdest du den nach oben kippen. Na. Und zack, schon hast du. Super. Ich möchte noch einen Apfel. 40 Tonnen haben sie in dieser Saison auf dem Familienbetrieb geerntet. Auf einer ungenutzten Ecke der Plantage wollen sie weitere Bäume pflanzen. Wer hat sich gemerkt, wie man die abpflückt? Reißt man die so runter? Oder nach oben. Nach oben. Wer wusste das schon? Ich wusste das noch nicht. Aber auch drehen. Wusstest du schon? Und Luke wusste das natürlich. Vielleicht wird er einmal Obstbauer an der Schwentine. Dann in 4. Generation. Geh mal in die Richtung. Wo? Wo denn? Wir haben auch Zucchini. Wir haben mit Zucchini. Die ist grün.
Lukas reicht die Ausbeute noch nicht. Einen Versuch will er den Libellen noch geben. Sie haben eine sehr geringe Toleranz gegenüber dem, dass man sich den Tieren nähert. Und da muss man immer sehr ruhig bleiben. Gleichzeitig gibt es aber auch Mücken, was es nicht sehr leicht macht, ruhig zu bleiben. Aber versuchen kann man es trotzdem. Zum einen gibt es die fotografische Ausbeute und zum anderen auch so den Trip, den es wirklich ist und die Erlebnisse, die man hatte und das, was man da mitnimmt. Das sind so die zwei Schienen. Und letztendlich, wenn dann noch das gute Bild rumkommt, dann ist natürlich das Allerbeste. Kann sein, dass Lukas Libelle bald eine Wohnzimmerwand ziert. Er wird wiederkommen an die Schwentine, um einige entdeckte Motive zu anderer Tages- und Jahreszeit einzufangen. Ein paar Kilometer weiter treffen Enten auf Möwen und Kajaks auf Schiffe. Wenn die Schwentine in die Kieler Förde mündet.